Ja, bei Aufgabe D sollen wir die gegebene Funktion zuerst mit Wertetabelle als skizzieren und im Anschluss in kartesische Koordinaten umwandeln. Ja? Also damit wir einmal mal gesehen haben, wie man in Polarkoordinaten einen Graphen darstellt. Ja? Was noch vielleicht wichtig ist, dass R nur für R größer gleich 0 definiert ist. Gut, dann machen wir eine Wertetabelle. Wir werden jetzt verschiedene Phi-Werte einsetzen. Ich habe mich jetzt mal entschieden, hier mit 30 Grad Schritten das Ganze zu machen. Also 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Dann kommen negative Werte raus. Bei 90 kommt 5 raus. Bei 120 2,6795. Bei 150 kommt 2,2401. Bei 180 2,5. Bei 210 4,0583. Und bei 240 37,321. Haben wir die X-Achse. Y-Achse. Und jetzt unterteilen wir das in 30 Grad Schritten in etwa. Also einmal hier, da, da. Und dann kriegen wir raus, dass wir bei 0, 30, 60 hatten wir nichts rausgekriegt. Bei 90 Grad haben wir einen Radius von 5 rausbekommen. Einmal, das ist jetzt der Radius von 5. Ne, bei 90 Grad war es. Nehmen wir den. R gleich 5 bei 90 Grad. Dann haben wir hier bei 120 Grad 2,6, das heißt ein bisschen mehr als die Hälfte, ist ungefähr so. Ja. Das ist also ein Radius von 2,6795. 150 Grad, das wäre dann hier, 150 Grad. Da haben wir einen Radius von 2,24, also ungefähr genau gleich. Ein bisschen kürzer. 2,24. Und bei 180 Grad, also ich glaube, die Winkel brauche ich jetzt nicht mehr eintragen. Bei 180 Grad haben wir 2,5. Haben wir hier. Und wir können ja jetzt schon mal skizzieren, was wir rausbekommen. Und zwar bekommen wir nämlich eine Gerade, wenn wir es richtig gezeichnet haben. Dann können wir grün, habe ich ein bisschen zu lang gezeichnet. Machen wir das vielleicht ein kleines Stück kürzer. So. Dann passt das jetzt auch. Da kommt, wenn wir das gleich in kartesischen Koordinaten umwandeln, werden wir das so sehen. Da kommt eine Gerade raus. Und dann können wir noch den Wert hier einzeichnen. Das sind die 4,05, 06. Und da unten werden die 37. Ja, gut, das passt jetzt nicht ganz. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich diese Gerade etwas zu steil gemacht habe. Ich glaube, die läuft eher so. Und dann sehen wir, dass sie sich da noch nicht schneidet und dass der Radius deutlich größer ist als 5. Ja? Okay, also das wäre so Skizzieren in Polarkoordinaten. Man trägt den Winkel ab, zieht eine Linie und an dieser Linie
trägt man den Radius ab. Ja? Okay. Dann rechnen wir das Ganze jetzt um. Ja? Ich schreibe nochmal ab. Also wir haben R von Phi ist gleich 5 durch Sinus Phi minus 2 Cosinus Phi. Bei der Aufgabe C, da haben wir schon aufgeschrieben, dass R mal Sinus Phi gleich Y ist und R mal Cosinus Phi gleich X. Ja? Die Formeln, die können wir immer verwenden, wenn wir mit Polarkoordinaten arbeiten und die umrechnen wollen in kartesische Koordinaten. Okay, wandeln wir das mal ein bisschen um. Wir multiplizieren mal mit Sinus Phi minus 2 mal Cosinus Phi. Dann steht da R mal Sinus Phi minus 2 mal Cosinus Phi ist gleich 5. So, wenn ich das Ganze jetzt ausklammer, also R mal Sinus Phi minus 2R mal Cosinus Phi gleich 5, dann sehe ich, okay, R mal Sinus Phi, haben wir gerade gesagt, das ist Y und R mal Cosinus Phi ist X. Das heißt, da steht Y minus 2X ist gleich 5 und damit steht da einfach nur Y gleich 2X plus 5. Das ist also meine Gerade, ja, geht durch 5 und hat die Steigung von 2. Ja? Das passt ganz gut zu dem, was wir hier oben auch skizziert haben.